world. So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin 805 und wir spielen Mörder Schatten. Genau, wir sind hier in der zweiten Folge. Ich habe gesehen in der letzten Folge, dass das Sound ein bisschen leise war. Deswegen habe ich ihn doch direkt mal ein bisschen höher gestellt. Allerdings muss ich jetzt mein Headset ein bisschen leiser machen, falls ich sonst Ohrenschmerzen bekomme. So, perfekt. So ist gut. Genau, heute werden wir gucken, was Hyogorn und Gollum mit uns vorhaben. Hier ist die Gollum-Quest, das ist die Hyogorn-Quest. Genau. Außerdem, das werde ich gleich erzählen zu diesen Quests hier. Es ist geplant, dass ich die Hauptstory komplett im Let's Play spiele. Also komplett. Und diese kleinen weißen Nebenstories, die da gerade waren, werde ich im Stream spielen. Es werden ab Folge 5 oder so, wann auch immer ich die komplette Map schon mal erforscht habe, werden Streams auch, denke ich mal, wöchentlich oder alle 2 Wochen kommen. Stundenlange Streams. Also 1 Stunde lange. Die ich dann auch online stelle. Also es ist kein Ding, wenn ihr die verpasst. Oder ich verlinke die irgendwie in den Folgen oder so in der Beschreibung. Keine Ahnung, wie ich das mache. Auf jeden Fall werden Streams sein. Und in diesen Streams mache ich dann halt diese erwähnten Nebenquests hier. Und die Hauptstory spiele ich halt im Let's Play. Diese Nebenquests sind für den Dolch, das Schwert und den Bogen. Also das ist ja der Bogen. Schwert und Dolch habe ich auf dem Rücken, kennt ihr ja. Davon gibt es, glaube ich, pro Ding, also für Schwert, Dolch und Bogen, jeweils 10 solche Special Quests. Da muss man dann irgendwas in der Kategorie halt machen. Und kriegt dann halt ein Upgrade für die, dann sehen die nicht mehr so lappen und lauchig aus, sondern sehen die cooler aus. Aber jetzt verfolgen wir erstmal Gollum. Genau, ich denke wieder so eine halbstündige Folge, 20 Minuten. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Alles klar. Dann machen wir es doch mal. Oh Mann. Danke. Hallo? Ich weiß nicht, soll ich die töten? Ja, wäre langweilig, wenn nicht. Geh weg. Ja, ja, bitte. Ja, hast recht, Digga. Hast recht. Hat er recht, Digga. Hat er recht. Aber ich bin ja cool, deswegen mache ich das auch. Was ist denn Death? Eine Höhle? Eine Höhle. Oh, da hängt eine Fledermaus, wie süß. Oh, da hängen mehrere Fledermäuse. Kann ich hier abschießen? Ne, kann ich nicht, okay. Ja, ich könnte die... Blume. Ja, alles sieht gut, Gollum.
Spinne. Kann ich die töten? Kann ich die irgendwie greifen? Kann ich die schlagen? Kann ich irgendwas machen? Ah, ich sehe die auch auf der Map, okay. Also hier unten ist ja anscheinend nichts, bis auf diese paar Spinnen hier. Oh, ich wollte die Taste drücken. So. Ich guck mal da hoch. With death. Aufsammeln. Cool, ein Amulett. Okay. Huiuiui. Erkunde die Höhle. Putz. Ah, ich hab Pfeile voll. Oh shit, das ist ein Karagor. Ja, Taste. Oh, lol, 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 lol. Ja, Taste. Linksklick. Ja, rechtsklick. Easy. What the fuck? Wie einfach wieder lebt, Alter. Ja, super, gib mir am besten keine Pfeile wieder, ist okay? Ja, irgendwo in den Schatten, wahrscheinlich nicht da, wo die gelbe Markierung ist, ne? Ja, Mann, er hat mir einfach einen Finger gebissen. Erfolg! XP dazu bekommen. Oh. Lass uns mal den Turm holen. Kommen wir ja dran vorbei. Ach, war das der, an dem wir gerade schon vorbeigelaufen sind?
Ja, easy, würde ich sagen, easy. Haben wir mitgenommen, easy. Easy. Ist das der da vorne? Tatsache. Eingabe Fähigkeitspunkt. Was machen wir als nächstes? Keine Ahnung, untere Reihe können wir noch nicht. Was ist das? Angriff von oben. Habe ich den nicht schon geholt? Ja, den habe ich schon geholt, ne? Ja, genau. Die schwarzen habe ich noch nicht. Explodieren lassen ist auch cool. Karagor reiten ist cool. Aber das bringt es eigentlich erst, wenn wir das und das hier machen. Und das kommt leider erst später. Den Karagor reiten bringt es noch nicht so. Explodieren lassen ist cool. Aufprall ist. Ja. Keine Ahnung, machen wir mal explodieren lassen. Das ist ganz cool, um größere Urukmengen schnell auszuschalten. Das machen wir einfach mal. Echt? Habe ich nicht gehört. Und vielleicht mal da vorbeigehen oder lieber nicht? Putz. Easy. Oh, Ladescreen, Alter. Oh, komm, bitte nicht so lange. Ladescreens sind immer so unendlich lang. So, da sind wir dann auch schon wieder. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt gekartet habe, sonst kommt das nämlich doof, aber ich denke, ich habe das gemacht. Genau, hier ist jetzt auch eine Bogenquest. Die können wir noch nicht machen, können wir auch noch nicht machen. Wir könnten den Turm holen. Nach Nurn können wir noch nicht. Genau, dann gehe ich mal eben dahin. Um dann abzukürzen. Ihr wisst Bescheid. So, genau, das mit den Streams habe ich schon erzählt. Hauptstory mache ich hier im Let's Play. Die Nebenstories mit dem Bogen und so mache ich dann im Stream. Und ja, genau. Aber hier mache ich wirklich nur die Hauptstory. Hier mache ich auch nichts anderes. Nur die Hauptstory. So. Ja, wo ist jetzt hin? Ist der runtergesprungen oder was? Okay. Guck, mit explodieren lassen kann man das. Und das ist cool. Aber es ist halt nicht so das Wichtigste. Hä, lol, der ist ja hier. Ich dachte, der war unten. Ja, hau ab. So, hier ist irgendwas. Ja, ist unten. Guck, mit Karaoke reiten kann man halt die Teile reiten, aber das ist super schwer, weil man von oben auf die runter springen muss. Deswegen, tschüss. Ja, Karagor kann auch hier hoch, ne? Komm hier. Genau, greif lieber das Dorf hier an. Ah, okay, ich hau ab. Hallo, sind genau. Ne, ich muss ich da lang? Jo, der Turm ist allerdings. Ne, ich komme nicht am Turm vorbei. Ist das diese eine fette Festung, von der ich glaube, dass sie es ist? Ja, es ist diese eine fette Festung. Hier müssen wir aufpassen. Das ist nämlich krass, wenn man in der Festung entdeckt wird. Dann läuft einer von den Uruks zum Alarm und löst ihn aus und holt damit mehr Uruks. Und das wollen wir und mit allen Möglichkeiten vermeiden. Deswegen holen wir dich einmal her. Das ist gut. Riechst du das immer noch? Oh, die Musik, Alter. Putz. Ich will den nur durch, danke. Kletter da hoch. Dann kletter nicht da hoch. Eben Pfeile auffüllen. Hier kannst du hochklettern. Easy.
so darüber. Niemand. Dann ich bin stärker als ihr. Oh lol. So, eben den Karagor freilassen. Oh, scheiße. Die sind näher dran, als ich dachte. Oh, Alter. Ups. Naja, solange die mich nicht angreifen. Oh, ist ja gut dann. So, dich hole ich mir eben. Okay, dann so. Jo, auf geht's. Alter, diese Ladescreens in dem Spiel fucken so ab. Das gibt's nicht, Mann. Vor allen Dingen jetzt im Let's Play fuckt das ein bisschen ab. Wenn ihr die ganze Zeit Ladescreens sehen müsst. Oh, naja. Wird das dann noch was oder eher nicht? Alter, komm. Danke, danke, Mann, danke. Ich glaube, ich mache den Dialog-Sound noch mal ein bisschen lauter gleich. Oder ist in der nächsten Folge? Ja, ich glaube in der nächsten Folge. Alter, der sieht fett aus. Aber na. Alter, das ist ja ein cooler. Der ist eins cool. Eins cool. Zwei. Und vielleicht gegenüber. Oh. Gegenüber Baritten und Furcht für Karagorn. Hat er nicht einen Karagorn auf seinem Gesicht sitzen? Ist der dumm? Okay. Fortfahren. Immun gegen Fernkampf ist kacke. Auf die Angriffe, Nahkampf mit dem hohen Schaden kann nicht gekontert werden. Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Gruppenführer ist von einem Gefolge umgeben. Ja, das ist kein Ding. Ja, okay. Nice Ziel. Nee. Ach so ist das.
Ich komm mit. Ah, er kommt automatisch mit. Das ist schon mal praktisch. Ich bin schon ziemlicher Badass, ne? Bin halt cool. Ja, halt's Maul. Oh lol. Du lässt das mal bitte. Du lässt es auch mal eben bitte. Dankeschön. Und du lässt das auch hin, bitte. Danke. Apropos Elmgeschosse. Das tue ich mal. Würde ich auch sagen, du. Ja, auf geht's, ich soll dir folgen. Ist das ein Turm? Tatsache. Ne, ich folge ihm noch nicht. Erst muss ich einmal Boots machen, bitte. Und dann kommt wieder ein Ladescreen. So. Ich sagte Boots. Ja, jetzt mal. So, alle die Ladescreens machen. Die fucken schon ein bisschen ab. Muss man schon sagen. Ich glaube, sie ist einfach mal drin. Ja, gut, der ging doch schnell, du. Der ging doch schnell. War ein ganz fixer hier. So. Und schon kann ich weiter. Da unten ist Radbug, also Butz. Ja. Suche nach Gurut. Gurut. Genau, das ist diese krasse Festung. Hier muss man halt übelst aufpassen, weil wenn man nicht irgendwie von 1000 Leuten gefickt werden will, dann sollte man hier, ja, wie gesagt, aufpassen. Kommt, nein, fuck, ich bin unten gelandet, ich wollte hoch. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, ach so, man kann natürlich den, der zum Leuchtfeuer geht, also den Alarm anmacht, kann man natürlich auch noch töten, aber dann wird ein anderer dahin gehen. Deswegen, da muss man echt aufpassen. Ein bisschen. Kann ich irgendwo die. Das soll ich einmal machen. Das ist irgendwie lustig. Ist der jemand gestorben? So, da soll ich nach Gurut suchen. Wo ist der?
Hey, wo ist er denn? Hallo, du, na? Verhören. Okay. Ah, da ist Gorot. Naja. Wo war der andere? Da hinten. Kann ich die festnageln? Ich sagte festnageln. Na ja, moin, dann geht doch weg. Liegt hier irgendwo, beziehungsweise hängt hier irgendwo Futter? Nee, leider nicht. Okay. Doch da. Hast du Futter? Nee. Schade, ich dachte, das wäre Futter, das ich jetzt abschießen könnte, aber. Ja, komm, schneller. Wo ist Gorot? Noch nicht da, aber da ist der andere Turm. Hol ich mir den Turm zuerst. Fähigkeitspunkt. Das ist eine gute Frage. Ist das so? So, Fähigkeit. Ich kenne immer noch keine neuen, ne? Ja, nehme ich jetzt den rechten. Kann ich. Ah, ich brauche mehr Macht dafür, okay. So, Ladescreen. Ja, kennen wir mittlerweile. Oh, Ladescreen. So, dann täten wir immer noch Gorot und ich würde sagen, das war's dann auch gleich schon wieder für diese Folge. Das Ding ist halt, halbe Stunde müssen die Folgen schon sein, sonst schafft man halt nichts da drin in den Folgen. Aber ich will die auch nicht zu lang machen. Weil die, wenn ich die so lange mache, guckt die halt nie mehr, fast nie mehr bis zum Ende. Was ein bisschen schade ist, weil ich bis zum Ende da Arbeit reinstecke, aber na. Nö, aber ich bin ja auch kein Uruk. Oh, komm. Oh komm, ist nicht dein Ernst. Ah. Ja. So, und jetzt töte ich den. Herr, lauf doch nicht weg, Alter. Oh, boah. Muss ich ihn auch noch verfolgen? Ach, stimmt, der kann keine Pfeile, ne? Formation sammeln. Kann ich betten? Nein. Okay, dann den. Das war leicht. Hätte ich jetzt schwerer gedacht. Ja, drücke. Ach so, Eingabe, Digga. Okay, jetzt. Hallo, Spiel? Ah, danke.
Genau. Gelitten. Ja, moin. Abgeschlossen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Genau, die Likes zeigen mir, dass ich Mortal Schatten noch weitermachen soll. Außerdem, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn auch gerne und guckt auch gerne meine anderen Videos an. Livestreams werden dann demnächst irgendwann kommen, also Mortal Schatten Livestreams. Und ja, damit würde ich dann sagen, tschüss.